Familicious, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute backen wir mal wieder ein Brot. Ich habe ja schon ziemlich lange kein Brotrezept mehr für euch verfilmt und da habe ich mir gedacht, es wird mal wieder Zeit. Es gibt heute ein Dinkel-Walnussbrot. Wir brauchen ein bisschen Dinkelmehl, ein paar Walnüsse, Hefe und noch so ein paar andere Zutaten, die man eigentlich immer zu Hause hat. Es ist also ein Vollkornbrot. Und ich hoffe, ihr seid gespannt und bleibt jetzt dran. Viel Spaß beim Video! Für das Brot gebe ich jetzt 450 Gramm Wasser in den Mixtopf. Und einen halben Würfel frische Hefe. Die zerkrümel ich gleich ins Wasser. Einen Teelöffel Zucker. Und erwärme das Ganze jetzt, damit sich die Hefe schön auflösen kann. Und zwar 4 Minuten bei 37 Grad auf Stufe 2. Nun kommt Dinkelmehl hinzu. Und zwar gebe ich 500 Gramm Dinkelmehl dazu. Ich habe jetzt Type 630. Gramm Walnüsse, die habe ich alle selber geknackt, die habe ich nämlich von einem lieben Arbeitskollegen geschenkt bekommen, der hat selber Walnussbäume im Garten stehen, ganz viele, und hat eine super Ernte dieses Jahr, deswegen sind die richtig, richtig toll, die haben ein so tolles Aroma, also alle, die an frische, selber geerntete Walnüsse kommen, kann ich euch nur empfehlen, die sind richtig, richtig klasse. 100 Gramm, wer es gern nussiger mag, kann natürlich auch 150 Gramm ins Brot dazugeben. Könnt ihr machen, wie ihr es gerne mögt. Dann kommen 2 Teelöffel Salz dazu. Und 2 Esslöffel Essig. Ich nehme hier meinen Balsamico-Essig. Und der Essig soll bewirken, dass das Brot noch lockerer und noch fluffiger wird, wie es eh schon ist. Ja, und das sind jetzt schon die ganzen Zutaten. Und die lasse ich jetzt schön durchkneten. Und zwar 3 Minuten auf der Teigstufe. So, der Teig wäre damit fertig. Ich zeige ihn euch gerade mal. So sieht er jetzt aus. Er ist recht flüssig. Nicht, dass ihr erschreckt, also das gehört so. Den fülle ich jetzt in eine Kastenform um. Die Backform habe ich mir schon eingefettet und hier kommt jetzt der Teig rein. Den könnt ihr gerade so reingießen, weil er, wie gesagt, sehr flüssig ist. So schaut das Ganze jetzt aus. Den Teig lasse ich jetzt gehen und zwar werde ich ihn in meinen Backofen auf meine Gärstufe bei 40 Grad stellen und ihn dort im Backofen gehen lassen, ein bisschen abdecken. Ihr könnt ihn einfach an einen warmen Ort stellen, vielleicht habt ihr jetzt ja schon die Heizung an, und danach machen wir dann weiter. Ja, meine Lieben, ihr könnt jetzt den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. So, mein Brot ist jetzt schön aufgegangen, das geht wirklich ruckzuck. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Walnüsse nachgeknackt und werde da einfach noch ein paar Walnusshälften, ein paar Walnussstücke oben drauf bröseln. Könnt ihr machen oder ihr könnt es auch lassen, ganz wie ihr das mögt. Ich finde es aber immer ganz schön, wenn auf dem Brot noch irgendwelche Saaten oder Haferflocken oder eben Nüsse sind. Ihr könnt auch, falls ihr nicht so gerne Nüsse esst, anstelle der Walnüsse zum Beispiel Sonnenblumenkerne nehmen oder Sesamkerne. Also da könnt ihr einfach variieren, abwechseln, ganz wie ihr wollt und was euch schmeckt. Jetzt kommt das Brot bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 40 bis 45 Minuten in den Backofen. Und passt auf, falls ihr auch Walnüsse obendrauf getan habt, dass sie nicht zu dunkel werden. Deckt sie gegebenenfalls ab, wenn ihr seht, dass sie schon ziemlich dunkel sind, damit sie euch nicht verbrennen. So, das Brot ist fertig. So sieht es aus. Ich finde richtig, richtig lecker.
Bei mir war es jetzt, ich weiß gar nicht, habe ich es dann 42 Minuten, glaube ich, im Endeffekt drin gehabt bei 200 Grad. Und ich finde, so ist es genau richtig. Falls ihr auch Nüsschen oben drauf macht, passt auf, dass sie euch nicht zu dunkel werden und deckt sie rechtzeitig ab. Das habe ich auch gemacht. Und ich freue mich schon sehr, es jetzt gleich anzuschneiden. Sehr knusprig und schaut mal, so toll locker sieht es innen aus. Es dampft noch, ich habe mal wieder nicht warten können. Also es ist zwar schon abgekühlt, aber innen ist es noch warm. Ich finde es richtig mega, richtig, richtig toll. Ja, mein Lieben, mir bleibt jetzt nur noch euch ganz viel Spaß mit dem Dinkel-Walnussbrot zu wünschen. Lasst es euch gut schmecken, habt Spaß damit. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.